Servus und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von BeamNG. Und ja, wir spielen mit dem Piccolino, Piccolini, was doch immer wieder Scheißhütten du heißt. Auf jeden Fall, ich habe zuerst schon eine Aufnahme gemacht. Hat natürlich nur die Hälfte aufgenommen und ja, richtig Abfuck. Aber jetzt gehen wir direkt rein. Übrigens, morgen kommt ein neues Video DCS. Oh, wo müssen wir hin? Ah, links, okay. Ja, ich werde auf Schaltung umstellen. Weil dann tue ich mir ein bisschen leichter. Fängt jetzt schon wieder super an, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Strecke abfahren und Stops einlegen. Wir müssen halt Pizza ausliefern. Apropos Pizza, ich habe mir Pizza bestellt, die müsste auch dann gleich kommen. Ich starte neu. Nicht so viel reden, machen. So. Ja, der Motor leuchtet direkt auf. Ich weiß nicht, was das soll. ABS gibt es hier nicht. Okay, da. Stopp, genau. Grazie. Es geht halt mit Zeit und die Pizza darf halt nicht kalt werden. Das ist auch scheiße. Ich hoffe, meine Pizza ist doch nicht kalt. Das will ja keiner, oder? Wollt ihr das? Ich will keine kalte Pizza. Komm, schalte! Heide! Zieh, Junge! Okay, jo, bleib ruhig! Was ist mit dir? Bleib normal! Ja, zieht schon nach links, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Wieso verliert man so leicht die Kontrolle? Heide, Pizza wird kalt! Gib ihm! Ja, Motor ist dafür schon warm und die Pizza kalt. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen auf Schalten vergessen. Aber was ist? Hallo. Achso, da müssen wir abliefern. Komm, liefert ab! Was, das zählt nicht. Heide! Ach komm. Stopp. Ja, hat ja lange genug gedauert. Genau, ich fahre da in Ortsgebiet mit teilweise, weiß ich nicht, 60, 70 km/h, aber hat lang gedauert. Ja. Ist ein bisschen logisch, hä? Oh. Ach Gott. Och no. Ach no, ja. Ja. Ja, ich bin sehr gut gelaunt durch die Aufnahme davor. Aber was willst du machen? Einfach neue machen. Nicht nach hinten sehen, weiter geradeaus. Na komm, komm. Ja, er schaltet nicht zurück. Motor leuchtet instant auf. Aber er fährt. Achso, da ist wieder Stopp. Ja. So, jetzt liefern wir die andere auch pünktlich und gut aus. Oh, jetzt fahre ich ja richtig gut. Ja, ich weiß, ich hab's verschrien. Jetzt gleich passiert wieder ein fetter Unfall. Jetzt geht's ab. Und Stopp. Er sagt schon wieder, wie schnell soll ich da fahren? Jetzt ohne Witz. Bruder, ich hab nicht mal Führerschein. Ja, immer in die scheiß Kanten eine. Zieht komplett nach links. Oh, da ist Ende, glaube ich, oder? Das ist Pizzeria. Erfolg. Was? Gold? Dachte, das gibt's auf meinem Kanal nicht. Hey, es gibt Gold. Wow. I'm proud. So, jetzt geht's weiter mit Klettern. Also ein bisschen Offroad. So, ein bisschen bremsen da. Haben wir gekriegt? Ja, haben wir gekriegt. Okay, alles gut. So fährt man Offroad übrigens. Wenn ihr es nicht gewusst habt, jetzt wisst ihr es. Ja, komm, bitte dreh dich um. Boah, wenn das geht. Wenn das funktioniert. Ja, wir haben jeden Checkpoint. Kühler ist am Arsch, aber juckt.
Kann ich mich umdrehen? Oh, bitte, bitte, komm. Ach, jetzt hängen wir da in den Baum so komisch drin, oder? Bitte dreh dich, bitte, bitte. Und bremsen. Ja, ich glaube, das ist wieder ein Neustart. Schaffen wir es. Ja, wenn wir das schaffen. Wow. Neustart. Und jetzt fahren wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger da runter. Ja, wie willst du da vorsichtig runterfahren? Ja, noch ist nichts verloren. Und weiter geht's. Nichts passiert, komm. Wie willst du da Offroad runterfahren? Jede kleinste Berührung, na, das gibt's nicht. Heide, trade, komm. Wieder gleiche Scheiße. So, jetzt. Aber jetzt. Mit Ansage jetzt. Okay. Ja. Die Ansage steht übrigens noch. Ja, mir geht's gut. Nichts passiert. Alles paletti. Was? Wir müssen darauf. Ja gut, okay. Naja. Ja, schaffen wir. Easy. Easy. First try. Komm. Wo? Na. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ja, Ansage ist immer noch draußen. Weil wir einfach da ein bisschen rechts fahren. Okay. Na, das schaffen wir. Da. Wie willst du da rauffahren jetzt ohne Witz? Das sind wie viel? 45 Grad? Mehr. Ich gebe bisschen Gas, er fängt direkt an mit Willy. Mit Schwung da zerreißt das ganze Fahrzeug. Ansage ist noch draußen. Mit Schwung? Ja gut, mit Schwung, okay. Also, aus, einfach aus, so jetzt kommt Steinbruch, Dreifachbedrohung, schauen wir mal, wieso ist das jetzt so hin, ja okay, wieso fährst du immer so schnell, ich versteh's nicht. Ja, besser, ich mach nie Führerschein. Das ist wirklich besser. Okay. Nur 9 Checkpoints, aber dafür 2 Runden. Das sollten wir eigentlich schaffen. Oh, da darf ich nicht so schnell. In die Kurve rein. Ein bisschen mit der Handbremse.
Ja, oh. Die Handbremse hat gerade das Leben gerettet. Boah, bin ja voll gut im Driften. Wieso willst du driften? Wieso? Hängen da jetzt beim Baum? Na, okay. Okay. Ja, die Tür ist noch offen, dass ich schneller aussteigen kann. Die Motorhaube ist offen, dass man schneller den Motor checken kann. Ah, er geht eh noch. Boah. Jo. Irgendwas passt sowas von gar nicht. Boah. Okay, okay, alles easy. Oh, da müssen wir links. Wieso sagt denn keiner was? Mann, ja, aber tut einem eh nichts. Das ist ein Panzer, schau mal. Ja, das schaffen wir. Dieses Mal ohne Ansage. Ja, ein Kofferraum ist offen, damit man schnell Menschen empfehlen kann. Möglicherweise. Ja, ein bisschen negativen Radsturz hinten. Das sind alles nur Vorteile, was wir da haben. Ja, und die Antriebswelle ist kaputt, aber das ist besser so, damit wir nur vorne Antrieb haben, damit wir besser in die Kurven fahren können. Ja, jetzt haben wir die Tür komplett. Wann ist denn die Tür weggeflogen? Ja, egal. Je weniger Teile, das wir haben, desto besser. Desto leichter sind wir. Und ja. Wenn ich das schaffe, Leute. Alter. Er zieht zwar ein bisschen nach rechts, aber eigentlich es geht. Normal gehört dazu. Ein bisschen Räder aufwärmen muss man auch. Machen Formel 1 Fahrer auch immer. Ja, schau, ich bin richtig gut im Driften. Ich sollte mal eine Driftfolge machen. Der Rad stürzt, schaut so geil aus. Na! Boah, bitte, fahr weiter. Das Auto schaut aus. Bekommt man sicher TÜV. Ja, Motorhaube ist offen für Kühlung. Weil unser Kühler hat eh eine leichte Beschädigung. Ist einfach nur ein bisschen veraltet. Ist überhaupt nicht kaputt oder so. Ja, das passt genau. Jede Bodenwelle, jeder Randstein. Gibt uns, schickt uns fast noch Gott. Oh, aber wir haben es gleich geschafft. Motor, der wird es nicht schlapp machen, aber von der Hitze schaut es eh gut aus vom Motor. Okay. Na, wieso? Bitte. Ich will unbedingt ins Ziel mit dem. Ja, wir kommen da vorne noch rauf. Ja. Passt. Hoffentlich. Ah, da ist ein Zaun. Na, Motor, glaube ich, gibt auf. Na. Ja, er hat schon geblinkt. Aber schaffen wir. Boah. Oha, wir haben es wirklich geschafft. So, Ende im Gelände. Bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, würde mich unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. In wahrscheinlich DCS.